sehen, wenn mich jemand gesehen hätte. Prinzessin Luise von der Stilikon ist Schmuddelück. Oh. Na, noch raus aus den Klamotten. Rein in die gute Stube. Das ist echt super nett von euch. Kein Problem, aber wann willst du das bitte alles trinken? Keine Ahnung. Es ist wohl die Macht der Gewohnheit. Außerdem kann es sein, dass Gregor schneller wieder da ist, als wir alle denken. Er ist bestimmt mit Luise nach Waldensteig getürmt. Wenn er nicht sogar Fürst wird. Na, ich weiß nicht. Die beiden fliegen wahrscheinlich schon zusammen in den Sonnenuntergang. Ja, stell die Kisten am besten da hin. Den Rest schaffe ich schon allein. Gut. Tschüss. Ciao. Hey, wollte nur mal sehen, ob du mein Zimmer schon untervermietet hast. An euch. Stundenweise, wenn ihr wollt. Hey Jungs, kommt doch mal her, schnell. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Hab ich jetzt nicht gemacht. Hey, Alter! Hallo. Hast du dein Handy endlich gefunden? Du? Überrascht? Ja, ein wenig. Warum bist du hierher gekommen? Ich wollte mich bei dir bedanken. Eduard. Eduard, ich weiß, dass ich dir wehgetan habe. Du hast mich bloßgestellt. Vor der ganzen Welt. Du glaubst doch nicht, dass ich das hinnehmen werde. Eduard, ich wollte dir nie... Sei still! Eduard, bitte sei doch vernünftig. Auf einmal war ich dir nicht immer zu vernünftig. Ich kenne dich so gar nicht. Was ich war, hat dir doch nicht gereicht. Aber ich kann auch anders. Bitte lass das, du machst mir Angst. Leidenschaft und Impulsivität. Das hat dir doch immer an mir gefehlt. Hey! Da sind sie ja endlich. Sie lassen Luise in Ruhe. Sie können jetzt auch mit mir reden. Ich will nicht mit Ihnen reden. Dazu ist es jetzt zu spät. Wie gesagt, wir können das auch unter uns klären. Gute Idee. Schließlich sind Sie ja an allem schuld.